Ja, grüß Gott und willkommen, diesmal mit einem Bier aus Bayern, aus Miesbach, aus der Hopfbrauerei. Die Hopfbrauerei ist eigentlich eine traditionelle Familienbrauerei gewesen, bis vor einigen Jahren. Hat der Familie Hopf gehört, die haben das dann verkauft, unter der Bedingung, dass die Biere so gut bleiben, wie sie vorher waren. Die Brauerei ist in Miesbach, bekannt auch für die schönen Trachten, die es dort gibt, aber noch bekannter eben für das Hopfbier. Ja, mal schauen, die Hopfhelle Weiße, das ist so das, die Hauptsorte, die dort gebraut wird. Also man sieht schon beim Einschenken, hell ist es wirklich. Ich schenke jetzt bewusst nicht voll ein, weil ich möchte was trinken und riechen zunächst einmal. Aber die Farbe ist einmal sehr, sehr schön, sehr, sehr viel CO2 zu sehen. Es lohnt sich nicht ganz voll zu schenken, weil da bekommen wir jetzt wirklich schön dieses obergärige, fruchtige Aroma hinein. Mal einen Hauch von Banane haben. Vielleicht auch rote Riebsel. Wenn man antrinkt, einerseits erfrischend, andererseits genau jene Süße, die ich beim bayerischen Weißbier möchte. Es ist ja die Schwierigkeit oft, dass man sagt, wenn das bayerische Weißbier zu erfrischend ist, also zu schlank wird, kann sein, dann fehlt es ihm ein Aroma. Macht man es wieder so, dass das so, wenn man sagt, altbayerisch wirkt, na, dann wird es oft ein bisschen zu süß. Und hier haben wir wirklich eine sehr, sehr schöne Balance. Jetzt können wir es auch schön vollschenken. Sieht man, dass der Schaum wirklich sehr, sehr schön ist. Also optisch ist das einmal ein Genuss, aber natürlich auch wenn man davon trinkt und dann schaut, was bleibt einem da im Mund, man sagt retronasal über, also welches Gefühl entsteht, wenn ich das Bier geschluckt habe im Mund- und Rachenraum. Und hier kommt jetzt noch einmal, da könnte man jetzt noch an viele Dinge denken, wie zum Beispiel Vanille auch. Also das ist ein sehr, sehr komplexes, sehr, sehr aromatisches Bier. Gerade einmal das Ideale zu, naja, also die Brauerei sagt zu Salaten. Ich würde das nicht so sehen. Das ist für mich das Bier, da möchte ich gerne Fischgerichte dazu haben. Und bayerisches Weißbier und speziell also die helle Weiße vom Hopf eignet sich für mich optimal zu fischen. Also da vielleicht jetzt eine Forelle dazu. Das wäre schon was. In Bayern gibt es wunderbare Forellen in den Bächen. Aber naja, ich weiß nicht. Gehen wir mal fischen und schauen wir, dass wir uns nächste Woche wieder treffen bei Konrad Seidels Bier der Woche. Ich wünsche ein herzliches Prost und naja, Petri Heil. Und gehen wir fischen?